wieder toll, Stein wegzuhauen. Ohne Aussicht auf irgendwas anderes. Massives Bedürfnis, die Augen zuzumachen. Ich weiß nicht wieso. Das kommt sonst nur aus Vorlesungen. Dass sowas quasi automatisch passiert. Deswegen werde ich nur kurz einen Schluck trinken. Das hält im Normalfall etwas wach, sag ich jetzt mal. Und dann machen wir das hier noch kurz fertig. Die Müdigkeit einfach sowieso immer etwas. Ja, zu einfach an gestern, wenn man müde bist, ist der Körper eigentlich ja will schlafen und entspannen. Und man sollte ihm dann diese Gelegenheit, das zu tun, eigentlich bringen und geben. Das Doofe an der Sache ist nur, man macht es irgendwie nie. Weiß ich nicht. Ja, vermutlich, wenn ich jetzt dann wirklich schlafen sollte, dann werde ich das draußen im Garten machen. Weil das Wetter einfach schön ist. Ich werde so ein schön verewig, also halt hier drin sitzen. Fliehen, aber es ist halt ein Stück weit. Du meine Güte. Aber es wird langsam. Schon jetzt auch langsam. Aber es wird langsam. Nur mit der Erdschicht hat man auch ein bisschen Glück. Die so hier etwas, wenn man mit der Schaufel arbeiten muss. Wobei er leicht ist, mit dem Aufbau geht das Stein. Da haben wir nochmal Kohle freigelegt. Was soll man sagen, was wir also alle eigentlich halten, Steinspitze hat schon das aus. So, jetzt meiner Meinung nach. Und jetzt kommt ein Piraten-Mix. Die Musik wird immer wieder wach, wenn wir. Aber so eigentlich, ich hab diesen Mix schon vor gefeiert. Du hast mich nicht gefeiert. Und jetzt, nachdem ich auf dem Rock Festival war, ist das noch. Also wird halt sehr viel solche Musik gespielt. Kommt jetzt aus leichter Hille irgendwo. Das ist schon gut. Ich wollte das jetzt so besser.
war. Nochmal Erde ist. Das ist der einzige Grund dafür. Deswegen meine ich damit auch mit Eis und mit Tiere schützen. Damit man halt eine gewisse oder andere Erddecke hat und nicht einfach geschnitzt und eine Wassergraben durchsieht. Das ist nicht so schön. Da kann man auch ausnutzen, dass die Feuchten auch schon nicht Ackerboden nur funktioniert. Ich denke auch schon, dass das so etwas Neues ist. Damit man die Wasserquellen in allen Welt auch zumindest ein Stück weit verstecken kann. Dafür konnte man jetzt sogar über das mit Internetfeld, das man aus der Region noch nicht geht, also das ist jetzt schon raus. Und da ist man einfach jetzt hier drauf. Zollnachten von der, also Ackerboden von der Warnbewässer. Das wäre natürlich sehr schön, wenn es irgendwie nicht sein sollte. Was ich allerdings leider bezweifle. Weil das ja halt schon die beste Möglichkeit, große Felder anzugehen. Wenn man nicht überall so Löcher haben will, wo Wasser drin ist oder halt. Gräben. Naja. Wird wahrscheinlich nie mehr eingeführt werden. Was sehr schade ist an sich. Vier Spitzhacken war gut kalkuliert von mir. Die dürften sehr gut reichen. Ich habe auch keine Spitzhacke zu viel gemacht. Das ist schon mal ganz cool. So. Dann wollen wir mal hier noch schnell das zu Ende bringen. Das Lied ist sehr leise. Irgendwie gerade. Ich weiß nicht wieso, ob das so gehört. Ich kann meine Playlist echt gut, fällt mir gerade auf. Nur. Also ich kenne meine Playlist quasi gar nicht. Kann ja mal passieren. Das ist definitiv mal die Lieder lautstärke technisch aufeinander abgleichen. Das ist nicht sinnvoll. Das wird zwar immer eng mit der Spitzhacke hier. Na nee, das wird sich nicht. Das wird sich ausgehen. Und da haben wir es. Ist das Feature schon drin?
Nein, immer noch nicht. Schade. Aber die hier schon mal für den Wasserkran vor. Viele Alpakas hat die Hacke eh nicht. Vielleicht 2 oder 3. Und jetzt haben wir hier unten, das sieht man schon. Jetzt muss ich mal rüberrennen. Dann sieht man langsam aber sicher das Ausmaß des ganzen Gedöns. Fahren wir mal das noch 3 Mal in die Länge ziehen muss. Oh shit. Das ist übertrieben. Das ist wirklich übertrieben. Große Güte. Ist die Kiste schon voll? Nee, die ist noch nicht voll. Würde ich sagen, nehme ich mir hier schon mal bitte Steine hinaus. War schon mal auf dem Weg nach hier drüben. Alle Schweinchen. Gerade gespawnt sind. Gegenüber der einzelnen Schnabelschrecken, wir müssten dann theoretisch den Holzsack hin. Kann man sich dann eigentlich auch direkt schon mal für die gegenüberliegende Seite merken. Ich werde jetzt hier erst einmal so auf. Oh. Suki. Das wollte sein, ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen auffüllen. Okay, kaputt. Immer so später nehmen wir mal zu müssen. Jetzt wird es auch noch dunkel. Ich brauche nur eine Spitzhacke. Lass mal wieder zurückrennen. Ich kann ja mal ein Bett gehen mitnehmen. Alter. Jetzt sieht man hier von hier oben auch endlich mal das Haus aus der gegenüberliegenden Seite. Das. Ich glaube, das ist größer als das, was ich schon mal gebaut habe. Und zwar um einiges. Warum mache ich das? Vor allem mit